Nicole hat heute ihren Kontrolltermin bei Dr. Aigner. 2 Wochen sind seit ihrer Fettabsaugung vergangen. Sie trägt für etwa 4 bis 6 Wochen unter der Kleidung eine Kompressionshose, die das Gewebe zusammenpresst. Bis heute hat sie kaum Beschwerden. Schon damals nach der OP ging es der 22-Jährigen sehr gut. Ich habe am gleichen Tag noch meinen Geschwistern die Haare geschnitten. Und am übernächsten Tag bin ich arbeiten gegangen und es passt alles. Ich habe keine Schmerzen gehabt, gar nichts. Bei der Operation hat Dr. Aigner 2200 Milliliter Fett abgesaugt. Obwohl es Wochen und Monate dauern kann, bis das endgültige Ergebnis zu sehen ist, hat Nicole noch am selben Tag der OP ihre neue Körperform bemerkt. Wenn ich es mit früher vergleiche, wie es war von der Figur, ist jetzt ein großer Unterschied. Also ich habe jetzt sicher 2, 3 Jahre keine Jeanshosen anziehen können und jetzt kann ich Jeanshosen wieder anziehen und die passen. Dr. Aigner sieht sich Nicoles frühere Problemzonen an und kontrolliert die Wundheilung. Die Patientin muss für 8 Wochen nach der OP Sonne und Solarium meiden und darf erst nach 4 Wochen wieder mit leichten sportlichen Aktivitäten beginnen. Man sieht schon deutlich, wie es einfällt in der Hüfte. Da ist noch ein bisschen Schwellung im unteren Bereich. Leichte Verhärtung. Spüren Sie das? Ein bisschen, wenn man drauf greift. Genau. Gelegentlich treten nach einer Fettabsaugung Verhärtungen im Gewebe auf. Das gehört zum Heilungsverlauf und ist normal. Nach einigen Wochen sind sie meist verschwunden. Um den Heilungsprozess zu beschleunigen, sind sogenannte Lipomassagen hilfreich. Gegen die Schwellungen und gegen die Verhärtungen haben Sie jetzt dann noch einen Termin bei uns bei der Lipomassage. Das heißt, der wird versuchen, die Verhärtungen wegzumassieren. Und wir sehen uns dann ungefähr in 3 Monaten noch zur Abschlusskontrolle. Super, perfekt. Für die Patientin ist die Nachbehandlung bei den Body Consultants inkludiert. Durch eine Lipomassage wird das Bindegewebe gestrafft und im Umfang reduziert. Sie ist als postoperative Behandlung zur Fettabsaugung besonders empfehlenswert. Das ist eine Behandlung, die mit Sog und mit 2 rotierenden Rollen arbeitet und in deinem Fall jetzt dazu dient, den Heilungsprozess zu beschleunigen. Prima einmal dadurch, dass die Drainageleistung des Lymphsystems gesteigert wird, so dass du einfach weniger Druck im Gewebe hast. Es wird die Flüssigkeit, die im Gewebe ist, schneller abtransportiert und du hast weniger Schmerzen. Wie fühlt sich das an für dich? Super. Alles in Ordnung? Passt alles. Ja, wie gesagt, sollte keine Schmerzen machen. Mhm. Wenn es doch Schmerzen macht, dann sag mir bitte Bescheid. Dann gehen wir mit dem Behandlungsreiz ein bisschen zurück. Dann mit der Intensität ein bisschen weniger. Ja. Denk dir bitte nicht, no pain, no gain. Ja. Okay. Wenn es weh tut, dann funktioniert es schlechter. Okay. Nach der Kontrolle bei Dr. Aigner und einer Lipomassage ist Nicole fertig mit ihrem Termin zur Nachbetreuung. In 3 Monaten wird sie ein letztes Mal zur Endkontrolle kommen und dann ihren ersten Sommer mit dem neuen Körper erleben.